Ein Hallo und ein herzlich willkommen zum 8. Spieltag dieser Fußball-WM in Brasilien. Bevor wir auf heute zukommen, gehen wir erstmal auf gestern zurück, denn seit gestern können wir drei Teams aus diesem Turnier ausschließen. Das erste Team ist aus Gruppe A und lautet Kamerun. Damit sagen wir erstmal Tschüss Kamerun, da dieses Land 0 Punkte hat und der zweite 4 Punkte, ist das schon mal nicht möglich. Das nächste Team, wovon wir uns verabschieden können, ist Australien. Sie haben gestern gegen Holland 2-3 verloren. Ach ja, übrigens Kamerun, Kroatien 0-4, glaube ich, oder sowas. Oder was? Ich weiß gerade nicht, wie viel das geendet hat. Ich glaube 0-4. Australien, Holland 2-3. Australien richtig stark. Hätte ich nicht von denen erwartet. Da Australien auch 6 Punkte Abstand hat zum zweiten, ist das in einem Spiel nicht mehr möglich. Dasselbe zählt für unseren besten Freund, die Spanier. Adios Spanien. Sie sind auch raus, weil sie haben 0-2 gegen Chile verloren. Und das wurde richtig von mir gefeiert und von meiner Freundin. Und oh, wir sind richtig abgegangen, ey. Da Spanien die letzten drei Pokale geholt hat, sind wir froh, dass sie eigentlich raus sind. Beziehungsweise, dass sie schon raus sind. Also, und deswegen, also das war von gestern, und deswegen kommen wir jetzt auf die Tage von heute. Denn heute spielt einmal Gruppe C mit den beiden Spielen und Gruppe D mit einem Spiel. So, in Gruppe C, da fangen wir an, machen wir erstmal beide Spiele. Ist mal zum einen um 18 Uhr Kolumbien gegen Elfenbeinküste. Ja, okay. Kolumbien hat das erste Spiel gegen Griechenland gewonnen und Elfenbeinküste gegen Japan. Das heißt, es treten die beiden Favoriten momentan an. Die Frage, die ich mir jetzt stelle natürlich, wie wird das ausgehen? Mein Tipp lautet, Elfenbeinküste gewinnt 1-0. Das andere Spiel lautet Japan gegen Griechenland. Ja, okay, das ist wieder so eine Frage, weil beide haben verloren. Aber ich glaube, Japan wird irgendwie was richten heute. Griechenland verliert 2-1. Also Japan gewinnt 2-1. Sagen wir es mal so rum, das klingt besser. Dann in Gruppe D, Uruguay gegen England. Und damit treten wieder zwei Verlierer des ersten Spieltags an. Das ist natürlich jetzt die große Frage, wie wird das hier ausgehen? Ich denke, Uruguay ist stark. Dennoch sind sie zu schwach für England. England gewinnt 1-2. Was sind eure Tipps? Schreibt sie mir unten in die Kommentare. Wir sehen uns morgen am nächsten Spieltag wieder. Und bis dahin, Leute, danke fürs Reinschalten und Masala Vista, Baby.